Hallo liebe Leute, und weiter geht unsere Reise zur Rettung der Welt in Dragon Quest 3. Nachdem wir im letzten Part endlich den Diebesschlüssel erhalten haben, können wir endlich unsere Reise richtig voranschreiten. Aber bevor wir hier wirklich weitergehen, wollen wir uns noch ein bisschen aufrüsten. Und sozusagen teure Waffen kaufen, wenn er hier dementsprechend nützliche hat. Wobei, du hast nun diese Dinger. Gut, dann machen wir das in der nächsten Stadt, in Reeve. In der Stadt Reeve. Wo wir sozusagen auch den alten Mann, der uns den magischen Ball lehrt, treffen sollen. Was wir in diesem Part auf jeden Fall unbedingt auch schaffen werden. Okay, da ist nichts in diesem Fass. Kann ich da drum rum? Dann hoffe ich, dass in diesem Fass wenigstens was ist. 25 Gold. Ja, gut. War doch gar nicht schlecht. Gut. Dann wollen wir mal hier aus unserem Heimatdorf wieder verschwinden. Wobei, wir können doch mal, ja, unsere Mutter besuchen gehen. Und dort sozusagen einmal noch schlafen. Damit wir wieder voll aufgetankt sind. Ja, wir sind auch sehr erschöpft. Na, wunderbar. Dann kann unsere Reise jetzt weitergehen. Wir sind bereit. Wir stellen uns jeden in den Weg, der uns in den Weg kommt. Und sind bald erstmal soweit, ja, bestens gewappnet. Wenn ich erstmal Reeve wieder aufgesucht habe, dann haben wir jetzt erstmal einen weiten Weg. Aber wirklich die Entfernung. Naja, egal. So, dann machen wir jetzt erstmal die Rabenkite. Ich muss mich gerade nur wirklich an den letzten Part zurückerinnern. Wo wir sozusagen den Weg zum Schloss gefunden haben. In dem vorletzten, wohl bemerkt. Und sozusagen die Entfernung hier wirklich ein bisschen fragwürdig ist. Passt eigentlich wirklich gar nicht. Wenn man so hier wirklich die Weltkarte bedenkt und dann... Wenn man in der Stadt ist und so, ist das, soll das hier alles ein bisschen größer wirken. Und deswegen, das geht eigentlich nicht. Aber ich weiß, Videospiele und Logik, das sollte man nicht hinterfragen. So, hier ist endlich die Stadt. Und ich werde nochmal aufgehalten. Egal, gibt uns Geld. Sowas nehme ich immer gerne mit. Deswegen mag ich eigentlich Zufallskämpfe, weil... damit kann man schon sehr gut Geld beschaffen. In Rollenspielen. Vor allem, wenn man wirklich Geld braucht. Ich bin echt gespannt, was ich gleich alles für Rüstung kaufen kann. Vor allem werde ich sehr starke Schwerter kaufen. Wenn es geht, die stärksten, die es gibt. So. Gut, ich glaube, ging das bei ihm was? Moment, du hattest nur den Turban. Genau, das wollte ich auch noch gucken, was diese Flügel von Wyvern bringen. Nein, ich wollte nicht sprechen. Kann einmal benutzt werden. Ja toll, was bringt es? Das müssen wir also rausfinden. Kann man mehr als einmal benutzen? Moment. Eine Beschreibung gibt's hier nicht, okay? Das hätte ich mir jetzt gewünscht. Na gut, dann müssen wir es auf gut Glück herausfinden. Aber hier gibt's auch noch eine Tür. Bist du der Mann? Nee, du bist nur eine Wache. Jemand sagte mir, dass ein kleiner See östlich liegen soll, jenseits der Berge. Ich habe gehört, dass viele Helden ihre Reise dort angefangen haben. Also geht dort unsere Reise auch erst richtig los? Wir sind noch nicht wirklich auf Reise? Ich bin enttäuscht. Dabei habe ich schon so gedacht, dass es jetzt schon das richtige Abenteuer ist. Naja, wie dem auch sei. Na, dann wollen wir nochmal schauen, was du hier im Angebot hast. Okay, das ist sehr teuer, aber... wenn ich überlege, bei DJK bringt das nicht so viel Angriff. Da ist das bei Arik, Trash und Igel schon nützlich, ja? Na gut, bei Igel bringt das nichts. Da geht das nur ins, Minus, fragwürdigerweise. Aber bei Arik und Trash... ich bin jetzt am überlegen, bei wem das nützlicher wäre. Also bei Arik bringt es deutlich mehr. Das sind 14 Angriff plus. Während das bei Trash nur 9 Angriff plus gibt. Dann kriegt das auf jeden Fall Arik. Na gut, das kann ich ihn dann auch ausrüsten. Ja, dann kriegt Arik den Kettennackel. So. Direkt ausrüsten. Gut, dann kaufen wir dieses Schwert. Hat DJ Kerr schon ausgerüstet. Das können wir in dem Fall auch nur Trash ausrüsten. Naja, kriegt Trash auf jeden Fall
Schwert. Ich hoffe, du gehst gut damit um. Und spielst nicht zu sehr damit, dass du dich selber schneidest. Wollen wir es mal nicht hoffen. Gut, dann können wir jetzt auch noch Rüstung kaufen. Lederrüstung für die beiden. Ah, der Schildgrünpanzer ist wieder so teuer. Dabei wäre der für Trash sehr gut. Trainingsrüstung wäre in dem Fall für Igel ziemlich nützlich. Na, verdammt, das Geld reicht nicht. Egal, ich kann allein noch ein bisschen verkaufen. Dann würde ich sagen, kriegen jetzt erstmal DJKR und Igel sozusagen eine neue Rüstung. Und dann muss ich erstmal gucken, dass ich nochmal 80 Gold zusammenkratze. Und dann muss Trash erstmal ohne Rüstung noch rauskommen. Den Lederhut gibt's ja auch noch, ne? Super. Erstmal gucken, wie viel Geld ich jetzt durchs Verkaufen kriegen kann. Gut, was haben wir denn zum Verkaufen? Na gut, die bringen nur 80 Gold. Reisekleidung. Eigentlich kann ich die jetzt auch verkaufen, ja. Gut, dann will ich noch was verkaufen. Arik hat nämlich auch noch Reisekleidung. Gut, somit haben wir schon mal ein weiteres Ding in der Tasche. Gut, du hast diesen Schläger. Und Igel, nee, du hast nichts zum Verkaufen. Doch, hier sind noch Klamotten. Ja toll, die bringen aber nur 7 Gold. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr zum Verkaufen. Ich habe nichts gesagt, gut. Dann habe ich doch noch Reiseklamotten. Ja. Dann haben wir soweit die Sachen schon mal verkauft. Dann können wir jetzt auf jeden Fall nochmal einkaufen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall eine Trainingrüstung für Igel. Der braucht definitiv eine. Und ich glaube, dann gebe ich auch noch eine im guten Trash. Weil sonst hat er ja wirklich kaum Rüstung. Wäre in dem Fall nicht verkehrt, ihm auch etwas bessere Rüstung zu geben. Sonst kommt er ja wirklich noch zu klein. Das wäre wirklich schade. Ich meine, dafür, dass er schon so gute Dienste geleistet hat bisher. Wobei der Schildkrötenpanzer natürlich in dem Fall besser wäre. Ja, diese Sachen, ja gut, das bringt bei ihm schon mal nichts. Das bringt da auch nichts bei DJKR. Ja gut, der Lederhut bringt nicht viel. Ne, wir belassen es so. So sind wir erstmal bestens wieder gewappnet. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir den Mann finden. In diesem Dorf. Hier hat jemand einen Kessel angelassen. Hier ist ein merkwürdiger, flüssiger... Ja, hier kocht etwas merkwürdig Flüssiges in diesem Kessel. Moment, haben wir hier irgendwas? Toll. Wirklich gar nichts. Oh doch, eine Weisheitssaat. Geben wir uns erstmal auf. Aber hier haben wir einen alten Mann. Ja? Warte. Wer bist du? Ich bin mir sicher, dass ich die Tür verschlossen habe, also... Also wie bist du hier trotzdem reingekommen? Das soll man mit Ja oder Nein antworten? Das ergibt keinen Sinn. Oh Mann, das ist der Diebesschlüssel. Du bist Ortegas Kind. Woher weißt du das jetzt? Hä? Ich verstehe. Also, setzt sich die Legende weiter fort. Wenn das der Fall ist, dann habe ich etwas für dich. Und wir bekommen den magischen Ball. Jetzt haben wir jetzt die Möglichkeit, die Wand wegzusprengen. Bring diesen Ball zur Seehölle, welche östlich von hier liegt. Der Ball wird die... Der Ball wird das Siegel brechen, das das Portal blockiert. Naja, das wissen wir in dem Fall schon. Und einer Gegengift kraut. Okay, da ist nichts im Buch. Auch kein interessantes Buch. Egal. Wir haben von den alten Mann immerhin den nützlichen Gegenstand, den wir brauchen. Und hier haben wir ein Pferd. Der magische Ball. Dieser Ball... fängt wirklich an, mir auf die Nerven zu gehen.
Warum? Ich habe ihn doch jetzt mitgenommen. Also, dann geht er dir bestimmt nicht mehr auf den Nerven. Aber jetzt wollte ich noch gerade etwas Bestimmtes machen. Erstmal gehen wir hier in die Kirche. Na gut, bei dir kann ich echt nur diese Dinger. Egal, ich würde jetzt erstmal noch eventuell Gegenkiftkraut kaufen. Dazu muss ich erstmal den normalen Laden aufsuchen. Genau hier oben bei ihm. Und dann kaufe ich hiervon zwei Stück, kann ich nur, egal. Erstmal besser als nix. Und das packe ich in die... Nein, ich gebe das Igel. Igel, du bist sozusagen der jetzt für das Entgiften zuständig ist. Ich hoffe mal, dass ich das da auch in die richtigen Hände gelegt habe. Naja, wir können jetzt auf jeden Fall weitergehen. Dann gehen wir jetzt endlich mal zu diesem Brunnen. Bei dem es uns vorher nicht möglich war, das Siegel zu brechen. Egal, jetzt kämpfen wir gegen eine Qualle. Eine Qualle, die einfach mal Heiler genannt wird. Weil es auch eine Heilqualle ist. Ja, diese Gegner sind sehr lästig. Weil die einfach mal gewisse andere Gegnermitglieder heilen können, wenn andere dabei sind. Deswegen sollte man die dann möglichst früh ausschalten. Einfach nur so ein kleiner Tipp am Rande für diejenigen unter euch, die auch mal irgendwann Dragon Quest anrühren sollten. Und wirklich mal gegen diese Gegner antreten sollten. Das war so ein gut gemeinter Rat von mir. Weil ich nämlich aus Erfahrung von diesen Viechern spreche. So, jetzt muss ich aber mich erstmal nochmal hier um diese Schleime kümmern. Dann bin ich mal gespannt, wie das Siegel gebrochen wird. Wir sind jetzt auf jeden Fall wirklich stark genug für diese Gegner. Und endlich habe ich auch Level 6. Wir haben Expel gelernt. Moment, Info. Okay, ist ein Angriffszauber. Also quasi kann ich jetzt hier jetzt nicht nachgucken. Das meine ich damit. Egal, wir gehen weiter. So, wer will diesmal was? Nur eine Motte und ein Frosch. Wir müssen jeweils mit einem Schlag fertig sein. Ja, sogar mit dem kritischen dann sowieso. Danke, Igel. Danke für den kritischen. So, was haben wir hier? Ach ja, hier war diese komische Hütte, wo ich auch noch nicht rein konnte. Jetzt kann ich's ja. Hier ist ein Buch, das über Peitschen und Bumerangs berichtet. Möchtest du das lesen? Ja. Peitschen und Bumeränger können mehrere Gegner auf einmal schlagen. Gegner machen Schaden auf eine Gegnergruppe, während Bumerang Schaden an alle Gegner macht. Selbst wenn sie schwächer als ein Schwert sind, ihre mehrere Trefferangriffe sind sehr effektiv. Das glaube ich wohl, aber noch eine kleine Medaille. Wird trotzdem wahrscheinlich nicht oft auf diesen Peitschen oder Bumerängern vertrauen. Und schon wieder ein Flügel des Wyverns. So, aber was hast du denn? Besitzt ihr den magischen Ball? Ja. Dann bringt es zu der Höhle des Aussterbens. Ihr findet die Höhle östlich des Brunnens. Die Höhle haben wir sogar auch schon mal gefunden. Da werde ich jetzt auch direkt nochmal hingehen. So, und dann werden wir jetzt endlich mal das Siegel brechen. Muss ich das jetzt einfach hier reinschmeißen oder muss ich die Kugel hier runter zu diesen Typen bringen? Ich versuche einfach mal mit ihnen zu sprechen. Die Treppe ist... Ja gut, das kennen wir ja schon. Oder muss ich den Ball benutzen? Moment. Da ist der magische Ball. Okay, wir sollten abhauen. Wir haben auf jeden Fall den Ball jetzt daneben gelegt und... Sesam, öffne dich. Das war ja leichter gesagt als getan. Es war wie eine Bombe. Also hätte man theoretisch auch Bomben benutzen können, wenn das so leicht geht. Na, egal. Okay, etwas ist auf den Boden geschrieben. Wer auch immer das findet, ich präsentiere dir diese Karte.
Drücke den R-Knopf, um die Karte anzeigen zu lassen. Drücke es nochmal, um rein zu zoomen. Ich hoffe, du findest das nützlich. Yay, die Weltkarte. Da wollen wir doch gleich mal gucken, oder? Wie die Weltkarte aussieht. Halt! Also diese Insel haben wir jetzt soweit erkundet. Das heißt, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Da müssen wir jetzt also andere Inseln ansteuern. Ich hoffe ja, dass wir hier durch diesen Weg auch eine andere Insel erreichen werden. Wir werden es ja wahrscheinlich früh genug sehen. Aber dazu müssen wir erstmal hier durchkommen. Das sieht nicht gerade so aus, als wäre das schnell geschafft. Ich hoffe, dass meine Party in dem Fall das auch noch durchhält. Okay, hier ist eine Sackgasse. Da kann ich runterfallen. Das sieht mir nicht gerade sehr toll aus. Okay, hier kann ich mir wahrscheinlich sehr gut verlaufen. Ich merke das schon. Aber hier ist auch nichts Interessantes zu sehen. 1000 Füßler! Mal schauen, wie viel du aushältst. Hoffentlich sind wir hier noch nicht zu schwach für. Okay. Der Angriff dieses Viehs ist gestiegen, deswegen schnell weg damit. Yay, 1000 Füßler erledigt. Wir haben es überlebt. Ja, hier ist wirklich nichts. Okay, dann können wir wieder hochgehen. Das ist einfach nur eine Sackgasse für nichts. Na klasse. Und solche Dinger mag ich ja gar nicht. Solche Sackgassen, wo man gar nichts findet. Ich hoffe, dass es hier etwas anders aussieht. Na toll. Gut, Frage beantwortet. Oh je, Leute. Dreimal, vier Magier sogar. Die müssen wir aber auch schnell erledigen können. Weil die sind ja noch aus diesem Turm und die waren ja nicht besonders stark. Okay. So viel dazu. Sind die stärker geworden oder... Heilige Scheiße. Ich will nie wieder so einem Magier gegenübertreten. Nicht, wenn die so viel Schaden machen. Das ist doch viel. Aber jetzt haben wir sie. Das hat echt ein bisschen weh. Nicht nur ein bisschen, dafür war es viel zu stark für ein bisschen. Hier ist auch wieder so eine Grube, die man hier aber in dem Fall Gott sei Dank umgehen kann. Achso, damit komme ich nur hier rüber. Interessant, interessant. Hier kann man so auf den Kreis laufen. Also wenn man sich hier nicht verläuft, dann ist das schon ein Wunder. Okay, ich merke schon, die Gegner sind auf jeden Fall stärker geworden jetzt. Die haben auch eine andere Farbe bekommen. Da sind denen noch nicht wirklich viele Gegnerideen gekommen. Habe ich so das Gefühl? Weshalb die hier wirklich... Ah, ich bin gleich tot. Weshalb die hier wirklich schon welche wiederverwenden. So, definitiv erstmal heilen. Ich will noch nicht sterben. So. Ich habe es noch so weit geschafft, dass noch keiner sterben musste. Das wollte ich eigentlich auch in diesem Let's Play möglichst beibehalten, wenn es möglich ist. Was später aber bestimmt nicht so leicht wird. Yay. Und die Mod ist auch erledigt. Und Arik hat schon Level 8. Also er ist wirklich am schnellsten mit den Leveln. Gut, wenn es hier nichts mehr zu sehen gibt, dann gehen wir mal nach oben. Von hier kam ich ja. Gut, dann müssen wir nur noch nach oben. Jetzt gibt es hier auch wieder die Auswahl zwischen links und rechts. Und links ist eine Truhe. Mit einem Gegengift, Kraut. Na wunderbar. Haben wir wenigstens eins gratis gekriegt. Diese Gegnergruppe gefällt mir gerade gar nicht. Na aber gut, wenigstens ist das Häschen schon mal weg. Und das zweite Häschen auch. Ja gut, die sind dann auch recht schwach. Das war also echt nicht verkehrt, schon mal so recht gute Rüstung zu kaufen. Und weg. Tja, die Gegnergruppe hat es echt nicht leicht gerade. Naja, wisst ihr was, Leute? Ich würde aber sagen, wir werden im nächsten Part hier weiter durch diese Höhle schreiten. Und hoffentlich werden wir dann im nächsten Part auch schon einen neuen Kontinent erreichen. Wäre zumindest sehr nützlich, wenn wir das schaffen würden. Wobei, ich muss diesen Kampf hier noch einmal überleben. Ist ja Gott sei Dank nur ein 1000-Füßler. Ich hoffe, dass wir den jetzt schnell zu Fall bringen. Na gut, der hält dann doch etwas viel aus.
Der hält tatsächlich schon sehr viel aus. Na gut, aber wenigstens haben wir ihn. Aber ob hier jemals ein Ende dieser Höhle zu sehen ist, ich bezweifle es fast. Okay, hier wäre eine Treppe nach unten. Ich weiß gerade gar nicht, echt nicht, wo ich bin. Obwohl, hier ist eine Tür. Ja, mit einer Sackgasse. Aber wie gesagt, wir machen das im nächsten Part hier weiter. Das wird wahrscheinlich echt noch dauern. Und wie gesagt, hoffe ich, sehen wir noch einen neuen Horizont. Wir werden es im nächsten Part auf jeden Fall hoffentlich erfahren. Ansonsten in den übernächsten, wir werden es sehen. Deswegen verabschiede ich mich erstmal hier in diesem Part, nachdem ich diese Gegner besiegt habe. So, deswegen macht die noch kalt. Und weg. Yes. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen, liebe Leute.